Mahlzeit, heftige Verfolgungsjagd ist im Gange. Irgendwo sind da hinten. Irgendwo sind immer noch Stadtwachen, die mich verfolgen, weil ich erwischt wurde. Als ich in der Folterkammer war, wurde ich erwischt. Ich hoffe einfach nur, dass es mir irgendwie gelingt, die Typen abzuhängen. Ha! Da! Pff, oh, und ich renne auch noch voll in die Flugbahn des Pfeiles rein. Ich tauche nochmal ab. Und hoffe, dass der Typ das nicht checkt. Können NPCs schwimmen in Oblivion? Boah, Alter, wie die Pfeile hier auch scharf an mir vorbeizischen. Aber die Mucke ist geil. Ich muss diesen Track mal... Oh, da schwimmt ein Pfeil. Den schnapp ich mir noch kurz. Warte. Zack. Ha, ha, geil. Oh, auf der Flucht noch kurz einen Pfeil geschnappt. Und weiter. Okay, der steht jetzt hier. Ich hoffe, ich kann es so machen wie Moses, der seine Verfolger auch durch die Flut abgehängt hat. Moses, der Aufmüpfige. Er hat einfach seinen Stab in den Boden gerammt, hat gesagt, let my people go. Und so mache ich es jetzt auch. Tschüss. Ach, hier bin ich jetzt wieder bei diesem riesen Feuer. Ist das quasi das Gewässer, das ich schon einmal überwunden hatte, um den Verfolgern zu entkommen? Jetzt überwinde ich es hier schon wieder. Wahrscheinlich haben sich die Hälfte der Verfolger auf der Seite damals festgeglitscht und empfangen mich jetzt direkt. Wer weiß. Naja, schnell reisen kann ich mir jetzt wahrscheinlich noch in die Haare schmieren. Ja, während des Kampfes. Vor allem, während welches Kampfes? Ah, Mucke hat sich beruhigt. Oh, Mucke hat sich beruhigt. Sehr schön. Direkt auf geht's in meine Lieblingsstadt nach B. Bruma. Ja. Willst du mich zum Mostor reisen? Ja. Kennt ihr? Meine Kinder hungern. Bitte helft mir. Mene, meine diese Kinder Dialekte. Werden euch. Ja, ey, bitte hör mit deinem nervigen Fake-Dialekt auf, dann gebe ich dir auch was. Vielen Dank, mein Herr. Nix zu danken, macht 3,80 Mark. Wenn mir 3,80 Mark gibst, gebe ich dir ein Goldstück. Immer noch gut, ich meine, 3,80 Mark waren niemals eine Goldmünze wert. Gut, Goldmünze, was für eine Münze? Zehntel-Unze, Viertel-Unze, man weiß es nicht, aber normale Goldmünze hat eine Unze, also von daher. So, Ongar. Was ich jetzt für dich hab, das ist echt der Hammer. Oh nein, er ist nicht da. Mein Lieblingsdealer, Halo wurde entführt. Ich kann es einfach nicht glauben. Wo ist er? Nicht zu fassen. Und was ist jetzt eigentlich von wegen... Ob die Wachen sich wieder beruhigen und so, da habe ich noch gar nicht die Kommentare angeschaut. Aber ich weiß auch nicht, ob welche geschrieben wurden. Naja, gut. Ich schaue jetzt einfach mal. Nein! Nein! Kann nicht sein, der ist nicht da. Wie kann das sein? Wie soll ich jetzt diesen Hammer loswerden? Oh nein! Ja, das wäre jetzt natürlich sehr bitter, wenn der überhaupt gar nicht mehr. Schau mal, 200 Gold werden, ich kann nicht loswerden. Kann doch nicht euer Ernst sein. Yours Haus. Da bleibe ich aber erstmal noch fern. Manometer. Wurde der etwa erwischt? Der wurde vielleicht erwischt. Oh nein! Ja, dann schaue ich mal noch im Questbuch. Da war auch irgendwie, war da nicht durch die Rede von irgendeiner anderen Halo-Person? Sehr gut. Hi. Ich bin so. Ja, hi. Ich bin so froh, dass ich diesen ja, Satz wieder hören darf. Ja, die ist gut. So ist es. So, schau mal. Okay, 101 Gold. Das ist ein guter Deal. Ja. Passt. So, und dann nehme ich hier erstmal ein paar Dietriche mit, wenn er noch welche hat. Wenn ich doch welche habe, wer sagt das? Hier, 100 Stück, geil. 100 Stück in your face direkt, ja komm. Ich sollte es euch nicht so billig verkaufen, aber ich weiß, dass ihr nicht so viele Fragen stellt. Bin ich froh, dass das erledigt ist. Ja, dann leg dich, man, ich gönne dir jede Sekunde Schlaf. Schatten mögen euch. Ja, dich auch. Geiler Scheiß, dass ich wieder eine Menge Dietriche habe, das ist schon mal sehr gut. Oh, Jörls Haus, warum führt die Quest mich da rein? Was geht hier vor sich? Welch finsterer Zauber geht hier vor sich? Lea Win, na klar.
Da habe ich natürlich immer noch die Quest nicht abgeschlossen, sondern ich habe den Ring. Nein, das stimmt doch einfach nicht. Wo soll ich den Ring denn her haben? Jetzt nach Adari suchen und meine Belohnung kassieren. Nein, ich kann es nicht glauben. Ich habe den doch gar nicht. Wo soll ich den her haben? Ich habe doch nirgends in den gräflichen Gemächern habe ich den Ring. Aber wenn die Quest das sagt, ich schau mal, ob ich den irgendwo finde. Also hier bei Rüstungsgegenständen schon mal nicht. Vielleicht ist die Quest verbuggt. Unofficial Oblivion Patch. Das passiert eigentlich. Ihr könnt diesen Gegenstand. Schließt das Inventar und das UOP-Menü wird erscheinen. Unofficial. Ja. Patch verlassen und zu Oblivion zu vergiftete Apfel waren. Was? Nee, halt, will ich alles gar nicht. Verlassen, ja. Lese mir mal anders durch. Es ist nicht so wichtig. Ich glaube nicht, dass ich diesen Ring habe. Vielleicht habe ich gerade blind daran vorbeigescrollt. Durchaus möglich. Aber hey, geil, ich habe den Hammer verkauft. Jetzt nehme ich die Wachen von mir aus fest, sagen so, wir nehmen euch alle euer Diebesgut ab. Dann nehmen sie mir eine Fackel ab und fühlen sich ganz cool dabei. Aber das ist mir sowas von egal, weil ich habe den Hammer verscherbelt und habe die Kohle direkt wieder gut in Dietrich investiert. Und ich würde mal sagen, meine Lea-Win-Diebestour ist noch nicht fertig. Ich gehe direkt dorthin zurück. Selbst wenn sie mich einbuchten, ist doch egal. Das wäre nur so ein kurzer Abstecher hier. Sollen sie mich da einbuchten? Ich habe nichts Wertvolles mehr. Also nichts Wertvolles, Gestohlenes mehr. gut. Okay, vielleicht nicht direkt zum Schloss, aber ist schon zu spät. Da jetzt nochmal sich um zu entscheiden. Jo. Wer sieht, die sehen mich. Sind die jetzt noch wütend oder nicht? Sagt er jetzt, halt! Geht nur. Aha! Ach, so ist das. Okay, Waldelfen, das muss ich auch noch. Wie kann ich euch behilflich sein? Wie alt ist das denn? Ich kann mich jetzt hier einfach wieder frei bewegen. Ha? Yo. Was für großartige Neuigkeiten. Gut zu hören. Guten Abend. Schönen Tag. Hi. Auch ihr. Ja. Hä? Wie geht es euch? Alles klar. Achtung! Hä? Was? Nichts wie weg. Soll das so sein? Dass der Leibwächter die Gräfin angreift? Sie hasst es, wenn die Leute Unordnung machen. Vizai Duzai gibt sich große Mühe, alles schön sauber zu halten. Sie duldet es nicht, dass man dort Unordnung macht. Schönen Tag. Lebt wohl. Ja. Ach, ihr seid. So reagiere ich auch immer, wenn meine Leibwache versucht, mich abzuschlachten. Geil. Na? Ich bin Janonia Aurunkaya, oberste Dienstmagd auf Schloss Leavin. Und sehr stolz drauf, nehme ich mal an. So nach Alessia Caro. Ne, ich hab's ja gefunden. Ring. Ich glaube, es wäre für mich nicht angebracht, mit Fremden über Familienangelegenheiten zu sprechen. Ja, im Prinzip habe ich herausgefunden, wo der ist. Wenn sie schläft, dann muss ich den Ring aus dem Nachtkästchen holen, ne? Das habe ich ja rausgefunden, aber. Hallo. Hi. Haltet auf der Stelle ein, Abschaum. Oh, scheiße. Niemand bricht das Gesetz während meiner Wache. Hätte ich nur nicht angesprochen. Ich konfisziere eure gestohlene Ware. Zahlt jetzt euch. Ja, hier, komm, mir doch egal, nimm die Knete. Zu schade aber auch. Ich hatte gehofft, ihr würdet euch eurer Festnahme widersetzen. Also gut, das ist das Prozedere. Wir gehen zum Schloss. Erst durchsuchen wir euch und konfiszieren alles an gestohlener Ware. Wir sind schon dann im Schloss. Dann zahlt ihr eure Strafe und wir lassen euch frei. Ja, die Fackel könnt ihr gerne haben, kein Problem. Wie viel habe ich jetzt blechen müssen? Ich habe immer noch fast alles.
Ja, geil, ey. Das war ja mal mega das... Jederzeit. Mega das lohnenswerte Spielchen, was ich da gespielt habe. Geil, hat sich... Also Diebstahl lohnt sich auf jeden Fall. Das ist die Moral aus der Geschichte. Sogar wenn man erwischt wird. Jederzeit. Ja, Mann. Noch einmal abchecken. Nachrichtenbürger. Ja? Hey, sie ist nicht so gut drauf. Kann ich nochmal über den Ring reden? Ich antworte nicht auf Fragen nach königlichen Juwelen von Pöbel, wie ihr seid. Und wenn ich sie versuche... Ich hoffe, es lohnt sich. Okay, ja, warte mal. Starten wir mal. Okay, dann macht sie... Das macht sie nicht so happy. Das macht sie... Ja, faszinierend. Das habe ich für eine andere Wahl. Hier macht sie nicht so happy. Weder ja. Jetzt noch in der Zukunft. Das macht sie einigermaßen gutes happy. Gutes Argument. Mich auch immer, wenn ich genötigt werde. Das ist werde. Wirklich albern. Okay, nochmal. Dann macht sie... Okay, dann auf keinen Fall das. Es reicht. Jetzt reicht es. Das ist so mittendrin. Was für ein mieser Scherz. Dankeschön. Das macht sie einigermaßen happy. Dann nehmen wir das mal. Welche Abenteuer. Oh. Erzählt nicht solchen Unfug. Wie kommt man da auf hohe Werte? Ich check's nicht. Okay, erzählt jetzt nicht endlich solchen mal. Unfug. So, das... Das macht sie einigermaßen happy. Ich kann nicht happy. Widersprechen. Ja. Mhm. Oh, das macht sie ja, auch happy. Meine sehr Bewunderung. Gut. Sehr. Aber jetzt das ist nicht komisch. Jetzt zieht's wieder alles ab. Egal, nochmal. 27. Das macht's richtig angry, das wenig ist gut. Mir Honig ums Maul zu schmieren. Nee, nie. Macht's richtig happy hier, nehme ich mal. Dagegen ist mein Leben öde und ärmlich. Ja. Neutral. Das ist wirklich albern. Einigermaßen gut. Es reicht. Jetzt reicht es. Dann noch bestechen. Für mich? Danke. Oh, zwei und drei. Jedes kleine bisschen hilft. Ja, klar. Für mich? Danke. Mm-hmm. Nichts zu danken. Okay. Das ist sehr gut. Kann man jetzt nochmal über den Ring reden? Ich antworte... Nee, okay, tschüss. Schönen Tag. Aber dann wieder so blöde Lächeln, wenn ich gehe, hä? On Staya Sonnentau. Hallo. Ach, wurde der vorhin von der Wache umgehauen, oder was geht ab? War das ein Attentäter, oder was? Ich weiß nicht, Käsestück... Schlüssel zum Schloss. Gut, ins Schloss komme ich auch so rein, aber... Hä? Warum liegt jetzt diese Echse dort? Ich weiß es nicht. Irgendwas habe ich verpasst. Holztüre zum Bedienstetenquartieren. Da will ich mich auch mal genauer umschauen. Interessant, interessant. Habt ihr euch verirrt? Kerkermeister. Was braucht ihr? Infos. Über den Ring. Ich glaube, es wäre für mich nicht angenehm. Ja, ich weiß. Ja, wie auch. Ich weiß hier, aber ich muss nur rausfinden, wo die Gräfin pennt. Oder aber, ich folge jetzt mal ganz stupide dem Questmarker und schaue, ob ich der Auftraggeberin den Ring vielleicht doch schon einfach zurückbringen kann. Weil das Questbook sagt, dass das ginge. Aber irgendwie kann ich das nicht so richtig glauben. Wohin führt mich der Questmarker denn im Spezifischen? In die Privatquartiere, eben, um ihn dort zu entwenden, ja eben, also hätte mich auch sehr gewundert, wenn ich den wirklich schon hätte, macht ja gar keinen Sinn. Tür geöffnet mit Schlüssel zu Schloss Lerwin innen. Ah, jetzt habe ich diesen Schlüssel, den ich gerade der Echse abgenommen habe und warum lag die da? Es gibt immer so viele Sachen, die ich nicht richtig check. Dann, okay, jetzt habe ich hier grüne Questmarkierung, aber ich denke, sie hat den immer an, außer wenn sie pennt. Hat sie ihn vielleicht heute ausnahmsweise doch schon abgelegt? Wow, Alter, wenn hier erwischt wird, dann klatscht's, aber kein Beifall. Sehr leichtes. Ha, brauche ich nicht mal. Schlösser knacken. Oh, Alter. Dort? Ja. Dort. Durchschnittliches. Schnell. Langsam. Schnell. Also. Langsam. Langsam.
schnell war, das ist wieder schnell und dann zerr. Danke für die Person, die mir auf Instagram auch nochmal eine Anleitung geschickt hat, wie ich es mit Schlösser öffnen richtig mache. Vergötterung der Elder Scrolls. Und ein Messingring. Ist das der gammelige Ring? Nee, wohl kaum. Genau, das heißt, der Ring liegt hier auch erst dann, wenn sie pennt. Verstehe, dann stelle ich mich jetzt mal ein bisschen neben die Türe und warte, bis sie pennen geht. Ich hoffe nur, dass sie nicht gerade jetzt pennen geht und dann ich ihr quasi in die Arme schleich. Wer will denn das? Ganz schön komplexe Gänge hier, Mann. Hier geht's zurück in den Ratssaal. Genau, für die Nachricht auf Instagram, darüber hatte ich, glaube ich, geredet. Also ich soll einfach, es gibt keinen festen Rhythmus, aber ich soll einfach immer, wenn schneller kommt, zuschlagen, weil dann wahrscheinlich wieder langsamer kommt. Ja. Auch wenn es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Das ist das, wenn ich es richtig gecheckt habe, kannst du mir nochmal auf Instagram schreiben, ob ich es richtig gecheckt habe. Dann ist das, Alter, geiler Gesichtsausdruck. Wirkt total natürlich. Du wirkst wie der emotional fähigste und empathischste Mensch, den ich hier gesehen habe. Geht nur. Cyborg, ich hab dich entlarvt. Ja, hi. Wie viel Uhr haben wir es denn jetzt? Jetzt haben wir es 10:51, da kann ich ja gerade nochmal 12 Stunden pennen. 11 Uhr abends. Nee, AM heißt ja am Morgen. Scheiße. Okay, 2:51 AM. Das ist ja eigentlich ganz gut. Weil da pennt sie hoffentlich. Ich hoffe, die pennt so bis in die frühen Morgenstunden. Wow! Sobald dieser Schatten nochmal um die Ecke kommt, verpiss ich mich durch die Tür. Boah, wo patrouilliert denn der Bursche immer? Da steht der? Und wie kann... Es gibt ja Leute, Möglichkeiten, Leute zu vergiften und so weiter. Aber wie kriege ich den jetzt bitte beseitigt? Der sieht doch mich. Der sieht... Ah! Wupp, wupp, wupp. Aber sehr aufmerksam, gleich schon beim kleinsten. Hahaha. Aber wenn ich jetzt wieder zurückkomme, dann steht er wahrscheinlich immer noch parat, um Stress zu schieben. Habe ich nicht irgendein Zeug, was mich unsichtbar macht? Mal gucken. Genesung, Elixierforschung, nee. Lichttrank, Licht 20 Fuß. Ich frage mich, ob Lichttrank unsichtbar macht. Ich speichere mal, probiere es aus. Nee, macht irgendwas anderes, keine Ahnung, was Licht genau bedeutet. Lähmung, wir setzen Mühsal. Schwacher Heiltrank, schwacher Blitzschildtrank. Thermika und da ist ich auch drunter, ich lese immer Jamaika. Trank der Schnellen. Nein, wie auch immer. Bisschen gar nicht so einfach. Jetzt steht er wahrscheinlich direkt da, oder? Okay, patrouilliert. Es ist aus, Gesetzesbrecher. Oh, Mann. Euer Spaß hat ein Ende. Ich nehme. Oh ja, geil für dich, Mann. Hier. Zu schade. Ich hatte gehofft, ihr würdet euch der Verhaftung widersetzen. Dann gehe ich halt einfach wieder rein und gehe nochmal die Treppe hoch. Mir doch egal. Ich kann das Spielchen unendlich oft fort. Aber wie hat er das bemerkt? Ich war doch richtig am Schleichen die ganze Zeit. Habe ich irgendeine Rüstung an, die als Schwerrüstung gilt? Also Bogen und sowas. Ich kann mich jetzt so vorsichtig mal ausziehen. Leicht, 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 leicht. Alles leicht. Hat auch der Kram, den ich bei mir trage und nicht anhabe, Auswirkungen. Okay, ich habe jetzt gespeichert. Wenn ich jetzt nochmal... Ah, ja, da ist er. Ah, och Mann! Es ist aus. F9. Stopp.
Laden. Zack. Ja. Ja. Nochmal. Ja, ich war auch richtig hart am Schleichen. Kann er gar nicht gesehen haben. Tja, das ist jetzt die Misere, in der ich mich gerade befinde. Ihn irgendwie betäuben oder sowas? Ich schau mal, was ich alles so hab. Ja, Lähm, halt Mühsal und so, ja, aber... Wacher Trank. Wenn ich nur wüsste, was mich unsichtbar macht, aber ich brauche 10 Jahre, um jetzt alles durchzulesen und das rauszufinden. Wahrscheinlich tarnt sich die Funktion unsichtbar werden hinter irgendeinem merkwürdigen Beschreibung wie Moleküle tarnen oder sowas. Was ist, wenn ich einfach mal alles ausziehe, mich dann noch krasser, leichter einfach, noch leiser meine ich eigentlich. Ah, noch wurde ich scheinbar nicht gesehen. Ganz schnell entwichen, Alter. Ganz flink. Und jetzt dreht er wahrscheinlich einmal, oder es wird jetzt mal neu berechnet, wenn die Welt neu lädt. Kann auch sein. Ach, das ist ein anderer. Boah, der guckt dem hinterher. Aber wenn der dem schon so hinterher, wie soll ich dann ohne gesehen zu werden? Die Türe tarnt mich wahrscheinlich nicht, weil ich die sieht. Ich weiß nicht, ob die Spiel das als Hindernis sieht. Die Spiel das als Hindernis sieht. Das Spiel das als Hindernis sieht. Wenn ich die jetzt zumache, ist das wahrscheinlich direkt meine. Halt. Oh Mann! Wäre ja auch zu schön gewesen. Egal. So, jetzt speichere ich noch. Aber so bin ich scheinbar echt schwerer zu entdecken. Ey, aber krass. Ich habe jetzt schon mal rausgefunden, wie ich mich an die Türe annähern kann. Ohne dass viel So. Hm? Und dann zumachen und dann. Dann halt. Dann besteht. Ja. Ich muss es irgendwie schaffen, die dann wieder aufzumachen. Ich muss vielleicht ganz nah direkt hinter denen. So. Halt. Ihr habt gegen die Gesetze. In dem Moment, wo ich ihn berühre, ist dann leider zu spät. Oder es ist der, der hier gerade durch die Türe durchgehen wollte. Also ich gehe jetzt nochmal rein und dann mache ich aber einen Safe, der direkt nochmal vor der Tür ist, aber ein extra Safe. Das soll nicht der Quick Safe sein, sondern ein spezieller Safe. Hier jetzt, in dieser Situation, mache ich jetzt einen extra Spielstand nur dafür. Es ist einfach eine Rumexperimentiererei. Haltet auf! Ah, ich verstehe. Der ist kurz davor. Na, okay, langsam. Versteht er? Ja? Ja. Ja, der ist kurz davor, da lang zu gehen. Ich bleibe jetzt mal hier stehen. Und dann mal gucken, ob er mich dann auch sieht, wenn ich hier kauere. Wenn er gleich losläuft. Wahrscheinlich schon, aber mal probieren. Jetzt läuft er. Halt. Ah, okay. Aber das ist schon mal gut zu wissen. Man muss einfach auskundschaften, wie weit man. Ja, das bringt mir jetzt auch nichts. Gut, hier zu sein, bringt mir auch nicht viel. Er latscht es gleich. Ah, das ist der andere nämlich. Da liegt der Hund begraben. Na, verstehe. Okay. Der war wahrscheinlich die ganze Zeit das Problem, oder? Wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, aber. Bah, hopp. Haha, nö. So leicht mach ich's dir jetzt auch nicht. Ich mach's dir ja schon relativ leicht. Sehr leicht sogar, indem ich nackt vor dir rumschleich, aber nicht ganz so leicht. So, jetzt nehme ich so, er lascht zurück. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, die Sonne von Mexiko. Das war die wildeste Rothaut der. Halt! Oh. Ihr habt gegen die. Mann, wie? Nee.
Mir fehlt, wie hat er das jetzt gesehen? Und vorhin? Nicht so wirklich. Es ist mega die mega Fingerspitzengefühl ist hierfür gefragt. Oder einfach voll schnell durchrennen, den Ring nehmen und dann sich schnurstracks verpissen. Ja. Probier mal. Wenn es nicht geht, kann ich ja immer noch die... Halt. Nein. Widersetzen. Ja, tschüss. Mehr könnt ihr also nicht. So. Tja, was jetzt, hä? Schau mal, so renne ich jetzt ins Schlafzimmer der Gräfin und klau den Ring. Haha. Was wollt ihr tun? Hallo, guten Morgen. Ups. Oh, wow. Okay, tschüss. Ich hoffe einfach mal, dass die Schwertschwinger ein bisschen lahmer sind, weil sie ihr Schwert schwingen und Rüstung tragen. Fuck, falsche Richtung. Boah, es war extrem blöd, dass ich mich so oft habe treffen lassen. Puh, wow, tschüss. Das ganze Schloss ist natürlich jetzt hinter mir. Ist doch klar, aber ist mir egal. Keiner kriegt mich. Wow. Und tschüss, Alter. Ich würde mal sagen, die Verfolgungsjagd, der ich mich vorhin stellen musste, am Beginn der Folge, ist wahrscheinlich noch ein Witz. Ist ein Witz gegen das, oh, was jetzt kommt. Okay. Hi. Oh, so, die Gräfin rennt mit gezückten Fäusten voran sogar. Ich schau mal, ob ich trotzdem die oft... Hi, was bist du denn für einer? Schau mal, ob ich trotzdem zur Auftraggeberin irgendwie hinrennen kann. Ey, geil, aber immerhin schon mal so weit gekommen. Wenn die heimliche... Ich liebe die ja die heimliche Variante, aber irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Und bevor es gar nicht geht, lieber so... Ah ja, okay, mitten in der Nacht. Ja. Nee, komm, erstmal von diesem Ort verziehen und sich hier lange Zeit nicht blicken lassen. Und dann zu gegebener Zeit den Ring zurückbringen. Ja, so werde ich es machen. Geht's hier raus aus der Stadt oder geht's... Ja, sehr gut. Klar, 1000 Leute werden mir jetzt wieder hinterherrennen und... Boah, und schon wieder bei Nacht. Sichtverhältnisse sind vielleicht in den letzten Folgen ein bisschen ungünstig, aber... Boah, was rennt da... Da hinten ein Wachmann auf dem Pferd mit der Fackel, sehe ich es richtig... Oh, Backe. Eure Magie reicht nicht aus, mir egal. Ha, ich versteck mich im hohen Gras mit einer Fackel in der Hand. Niemand wird mich kommen sehen, niemand wird mich hören. So wird es in Zukunft sein, also. Scheiße, wie war das nochmal bei der Diebesgilde? Gibt es irgendeine spezielle Strafe oder Ausschluss, also wenn man erwischt wird? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Oh, ein Tor nach Oblé. Hey. Kann ich dem... Boah, halt, ich häng fest. Kann ich dem Typen vielleicht einfach entkommen, indem ich in das Oblivion-Tor reingehe? Was bringt dieser Ring überhaupt? Ich zieh ihn einfach mal an. Einfach so. Einfach so. Zack, den legen wir auf die 2 und 1 habe ich noch alles. Boah, ganz ruhig. Wurde ich da gerade getroffen oder? Warum hat er so geschrien? Ja, da hinten. Okay. Ne, ich renne einfach kurz nach Oblivion rein. Obwohl ich dafür noch gar keinen Auftrag habe und so. Oder vielleicht soll man von jetzt aus auch immer selbstständig drauf kommen, das alles so zu lösen, wie man es beim ersten Mal gemacht hat. Kann ja sein. Aber ich gehe erstmal rein. So, ich glaube kaum, dass der Wachmann mir hierhin folgen wird. Blutgras, auch immer ganz lecker. Dein Ernst. Alter. Dein Ernst, Mann? Du folgst mir wirklich? Du bist so ein loyaler Diener, dass du mir sogar bis in die... durchs Höllentor folgst? Alter, krass. Damit hätte ich ja... Schau mal, sogar die Goblins bekriegen dich. Nie im Leben hätte ich damit gerechnet, dass der Typ... Und irgend so ein Dätra-Heini auch... Ey, was? Ich glaub's ja nicht, Mann. Okay, ich wünsche euch zwar noch viel Spaß. Ich bin der...
Auffassung, dass ich den erstmal fürs Erste abgehängt habe. Was danach kommt, das sehen wir dann, aber... Haha! Ich kann es nicht glauben, der folgt mir wirklich durchs Oblivion-Tor. Geil, ey, in dieser Folge ist schon wieder so viel Lustiges passiert, Mann. Hi. Hä, was ist das denn für ein Gecko? Okay, hier könnte ich jetzt auch meinen Bogen zücken und mich... Ne, Stahlbogen zücken, nicht ablegen. Und mich um die Viecher kümmern hier draußen. Na komm, Pfeile brauchen wir natürlich schon. Silberpfeil ist ja geil. Soll ich mir später mal... Kommen später auch mal Perks hinzu, dass man in Zeitlupe schießen kann und so. Das fand ich in Skyrim ganz cool. Jo, kannst du mal bitte gerade auf mich zurennen? Das wird... Hey. Hey, yo. Also ich glaube, der Typ hat viel vor in seinem Leben, nur nicht mich anzugreifen. Boah, und beinahe in Feuerball reingerannt. Aber nur beinahe. Ja. So läuft er, dieser Hase. Wow, 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 ganz ruhig. Ganz ruhig. Jo, Alter, wo joggst du hin, Mann? Er läuft ja seinen ganz eigenen Marathon. Ja, ich meine, so eine kleine Horde. Wisst ihr, ich will auch nicht zu hart durchrushen. Also wenn so eine... Klar, das mit dem Oblivion, da habe ich jetzt das nicht ernst genommen. Einmal kurz reingerusht, um den Typen loszuwerden. Aber... So ein paar kleine Giftzwerge. So viel Zeit kann man sich dann schon mal nehmen, um die aus dem Weg zu räumen, einfach auch. Hä? Sehr gut. Jetzt dieser Dino als nächstes. Hey, hier bin ich. Ja, komm. Ja, fein. Gut. Dann so, nochmal, komm jetzt. Hey, jetzt, Alter, langsam. Ja. Langsam ist auch nicht mehr lustig. Am Anfang musste ich sogar noch lachen, aber. Der Witz hat ausgedient. Da wachsen irgendwelche merkwürdigen Pilze, die... Boah, es nervt so, dass der Typ nicht mal auf mich gerade zurennen kann. So, endlich. Sehr gut. Der hat bestimmt geile Zutaten. Eisenpfeile. Naja, gut. Klanban-Kümmerling heißt der. Ja, warum nicht? Wenn er Bock hat, dann soll er so heißen. Ich meine... Warum nicht? Boah, ja, ganz ruhig. Peng! Und gleich nochmal ausholen zum Schuss. Ja, das hat er sich halt auch gedacht, ja. Ja gut, okay. Ruhe im Karton wieder. Höchste Eisenbahn, dass diese Aussage mal wieder korrekt wird. Da hinten Baumstümpfe brennen und alles. Okay, ja geil, ich hab den Ring. Das ist schon mal die Hauptsache, Mann. Ich glaube, jetzt sollte ich mich erstmal ziemlich weit irgendwohin verdrücken. Wohin? Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Und dann, wenn die Zeit gekommen ist... Ha! Ha ha ha! Nachdem ihr viele Stunden lang verbissen geübt habt, zu springen und euren Fall zu steuern, seid ihr jetzt ein Lehrling der Akrobatik. Jetzt könnt ihr angreifen, während ihr springt oder fallt. Ihr könnt aber mitten im Sprung oder Fall keine heftigen Angriffe benutzen, sondern nur normale Attacken. Immerhin. Also beim nächsten Mal werde ich... mal erstmal nochmal irgendwohin flüchten und dann, wenn die Zeit gekommen ist, den Ring der Auftraggeberin zurückbringen. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen alles erdenklich Gute. Bitte. Bitte. Nee, ich habe keinen Bock zu betteln. Wer Bock hat, kann einen Daumen nach oben geben, aber niemand muss. Ich freue mich drüber und bis zum nächsten Mal. Ciao.